So, dann gucken wir doch erstmal, aber wo geht's jetzt hier wirklich weiter? Ich muss doch irgendwas machen können. Kann ich eigentlich von diesem Scheißteil auch wieder absteigen? Ah. Okay. Naja, machen wir noch die Tutorial-Mission. Ja. Wenn wir es auch durchhaben, wir wollen ja hier komplett sein. Se. Ach, meinen kann ich gar nicht auswählen. Ach, das ist automatisch ausgewählt. Dann nehmen wir noch Kakashi und Boruto mit. Der stille Held. Nutze LS, um dich zu bewegen. Springe mit A. Drücke Geduld X, um bestimmt mal Anstimmung auszuführen. Halte X beliebig lange gedrückt und lass die Tasten dann los, um später einzusetzen. Das ist doch das, was ich schon gespielt habe. Ja, ich wollte dann nicht nochmal das Tutorial da spielen. Das ist das gleiche, was ich schon gemacht habe. Mann. Schnell ein Schluck trinken. Uah. Ich benetze meine Speiseröhre. So, das ist halt die Frage, aber wo kann ich denn hin? Hm. Nein. Nein. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die Belohnungen. Kriege ich wahrscheinlich nicht gleich schon wieder welche, ne? Okay. Was haben wir denn da oben, was da so rot leuchtet? Das sind die Events. Da gibt es auch nichts momentan. Yay, die Flying Lamp. Ah, was gibt's denn hier so Schönes zu kaufen? Aha, okay, Fertigkeiten. Boah, ich kann neue Attacken kaufen. Neue Attacken. Geil. Okay, Outfits. Oberkörper. Oh, 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 alles ist teuer. Das will ich haben. Unterkörper. Nein, der Boxershot. Das ist hier schon ganz gut. Oh. Oh, hole ich mir so einen Roboterarm? Nein, ich kriege mal solche.
So, Füße. Das ist alles scheiße. So. Und dann noch Zubehör. Ich will keine Masken. Oh, Waffe. So. Jetzt habe ich mein ganzes Geld nur für Kosmetik ausgegeben. Egal. Hauptsache, wir sehen jetzt stylisch aus. Das ist das Wichtigste an der Sache. Weißt du, das muss man lernen. Irgendwie sieht die Schule aus. Ich lasse die hier. Ihr geht's? Warum sieht das mir so kacke aus mit der... Mann. So, jetzt hab ich wenigstens ein Schwert. Manometer, ey. Da kaufen sich teuer die scheiß Schuhe und dann sieht es mit der Hose einfach so beknackt aus, weil er dann auf einmal die Hosenbeine nach oben strampelt. Ah, leck mich am Arsch, ey. So viel Geld wieder umsonst rausgeschissen. Mann. Naja, sehen wir wenigstens einigermaßen besser aus. So, hast du was für mich? Wohl nichts. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Irgendwo habe ich nicht zugehört, dass ich nicht weiß, wo es weitergeht. Kann ja nicht sein, dass ich erst hier alle machen muss. Oder? Nein, das kann doch nicht sein. Muss ich diese ganzen blöden freien Missionen hier machen? Aufwertung. Oh. Na gut, kann ich eh nichts machen. Kein Geld. Ohne Moos, nichts los. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Ich habe so keinen Plan, was ich tun soll. Ja. Was? Okay. Dann gehen wir doch mal dahin und gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwie was haben. Irgendwo muss es doch weitergehen. Oder ich gehe mich einfach ertrinken. Geht auch. Das ist doch echt strange. Da gibt es ja auch kein so ein Mission-Log oder sowas. Nein! Nein! Ich hab doch das Spiel schon. Kampfwerk von Spielerinfo, Emotion, Spielerinfo. Das bin nur ich. Das sind meine Daten. Gegenstände, ja gut. Avatar alt. Oh, da wollte ich doch nicht hin. Vielleicht muss ich einfach nur sowas machen.
Ich, Son Goku, geht er? Nee, das hat wohl schon mal keinen Sinn gemacht. Ist wahrscheinlich einfach nur für diese Online-Kämpfe und sowas gedacht. Wo könnte ich denn hin müssen? Offline-Kampf, Online-Kampf. Da muss ich hin. コズミッククーブの力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。 Ja, jetzt haben wir endlich eine Mission bekommen. Begib dich zuerst zum Missionstresen. Oi. Ich bin echt zu blöd, um dieses Spiel zu spielen. Eindeutig zu blöd. Das sind extra noch solche Ausrufezeichen, weißt du? Schlüsselmission. Besiege die Venoms, New York. Komm. Ja, hab noch ein bisschen. Zur Not überziehen wir die Folge einfach. So, dann nehmen wir ein bisschen Goku und Trunks diesmal. Jetzt beginnt das Kampftutorial. Du kannst es überspringen, indem du den Gegner besiegst. Kommen wir zu den Erklärungen zu Erwachen, Wechseln und Unterstützungsangriffen. Die Anzeige rings um dein Charaktersymbol ist die Erwachensanzeige. Die Erwachensanzeige füllt sich, wenn du Schaden erleidest. Ist sie mindestens zu 50% gefüllt, kannst du Erwachen und Erwachenfertigkeiten einsetzen. Wenn die Erwachenanzeige mindestens zu 50% gefüllt ist, halte rechter Trigger gedrückt und drücke dann A, um Erwachen-Fertigkeiten zu benutzen. Okay. Gecheckt. Nächste. Drücke rechter Stick nach unten, während die Erwachen-Anzeige mindestens 50% gefüllt ist, um zu erwachen. Einige Charaktere ändern dadurch ihr Aussehen. Während du erwacht bist, erhöht sich deine Kampffertigkeit und die Erwachenanzeige nimmt stetig ab. Du kehrst in deinen normalen Zustand zurück, wenn diese leer ist. Schleudere deine Gegner weg, wenn du erwachst, während du angegriffen wirst oder abwehrst. Nur möglich, wenn die Erwachensanzeige bei 100% liegt. Erwachen. Ach, das ist okay. Cool. Drücke linke Trigger, um mit einem anderen Teamcharakter die Position zu wechseln. Halte LT gedrückt, damit ein Teamcharakter einen Unterstützungsangriff ausführt. Ja, ist doch gut. Okay. Wenn du erwachst, während du angreifst, springen die Charaktere deines Teams für einen Team-Erwachen-Angriff zu deiner Seite. Okay. Cool. Huh. Damit ist das Tutorial zum Erwachen, Wechseln und zu Unterstützungsfähigkeiten abgeschlossen. Jetzt greif deinen Gegner an und mach ihn fertig. Ja.
So, und jetzt noch eine schöne Genkin Dama hinterher. Habt ihr jetzt nicht abgewehrt, oder? Nee. Nein, ich habe einen Hit bekommen. Du Hure. Mann. Hatte ich mir doch eiskalt noch einen Hit verpasst am Ende. Der Gegner wurde besiegt. Kampftutorial 3 wurde abgeschlossen. Diese Informationen findest du auch bei den Tutorial-Missionen am Missionstresen. Nice. Levelaufstieg. Level 7. Missionen können am Missionstresen angenommen werden. Wenn du Missionen abschließt, erhältst du Erfahrung, Gold und Fertigkeiten. Neue Missionen kannst du... Ja. Entrinnen Reaktionen. Wenn du linke Button drückst, während ein Gegner versucht, dir zu entrinnen, folgst du ihm. Okay. So, wie viel haben wir? Vielleicht schaffen wir ja nochmal was. Ne, diesmal habe ich keine Schlüsselmission mehr. Dann gehen wir doch nochmal zum Clover. Wo waren wir nochmal? Nein! Hier unten, oder? Ne, das ist Team Alpha. Team Beta. Hier. Ja! Komm. Was haben wir denn noch so? Ein Frosch. Goll. Hui. Oh Gott. Das hat ja nicht mal eine Sprunganimation. Oh mein Gott. Also das hätten sie wirklich zumindest noch einbauen können, dass das Ding hüpft einfach oder so. ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え？父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。 ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を上げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪い奴だったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんて、もっとねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。 Ja, das haben wir ja vorhin gesehen, die Szene mit Vegeta, wie er irgendwie so unter Gedankenkontrolle gewandert ist. Namek. Trunks to Omewa, ora to koi. 3人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。俺たちの邪魔すんな。Okay, eigentlich wollte ich jetzt eigentlich aufhören. Bin ich mitten im Kampf wahrscheinlich, oder? Gucken wir doch gleich mal. Ja. Aua. Alter. Bam, bam, bam. Und zack, und zack, und zack. Und zack. Und zack. Sinn ist für nix. Nein, 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 nein. Boah. Kamehameha. Die Sinnesphönix kann so richtig schön in die Combo reinhauen.
Ich glaube, den Spiel werde ich echt behalten. Vollständiges Wachen. Wenn sich die Erwachenanzeige bei 100% befindet, kannst du vollständige Erwachen aktivieren und noch mehr Kraft freisetzen. Abklingzeiten, wenn du wechselst, okay. Egal. Ich werde diese Folge wohl nie beenden. Und zack, 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 zack. Ausweichen klappt man nicht so ganz irgendwie. Alter. Alter. Oh Mann. Aua, na klar. Alter, ich kenne deine Schläge nicht mal aus. Okay, wow, Alter, Goku ist ja auch schon fast tot. Nein. Komm schon. Nein! Aber wir sind Level aufgestiegen mit Trunks. Naja. Ja. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht den vorherigen Kampf auch nochmal machen. Ja, Mann. Ich bin ja mal richtig dreckig. Das ist mit Ausweichen funktioniert überhaupt nicht. Ach ja, jetzt macht er seine Ulti-Attacke. Dann kam ja mehr Abhalter nicht aufeinander, gell? Nein, überhaupt nicht. So, jetzt finishen wir's. Bock mehr. Oder auch nichts. Machen wir es halt so. Mit Style. Geht auch. Ja.
Also mit dem Ausweichen muss ich echt noch hardcore üben. Das raff ich irgendwie nicht. Steht immer RB, bevor er eine Attacke macht. Ich drück. Passiert nichts. Oh, Mann. CV-Gamer, das ist kein One vs. One, das ist Story-Mode. Kein Problem. Irgendwie erinnert mich aus irgendeinem Disney-Film, aus irgendeinem Pixar-Animation-Film an irgendwen. Nein! Chokan, Kikoimaska. Otaka. Tosanga. Akunomichi Modotte Shimatano de Manaikato. Kingaki de Nakata desga. Cube a Kaisu Shimasta. Hallo? Kureva do you kotota? Urenimo Wakarioni Setsmeshro. Sorewatashkara Setsmesu. Kimio Etsitanoa, Cosmic Cube. Cube no Chikara, Soryo Yadosta Honin no Ishinyote. Zen ak do chira ni tenzuru ka kimaru to kangaerarete ita. Kimi ga zen no ishi niyotte Venomz dewa naku wareware no nakama J-Force no ichiin to natta you ni. Daga, ach man. Hoka ni mo atta you. Blöde Ladekabel. Nani mono ka no tsuyoi ishi. Sono akui ni arakajime okasareta cube niyotte honnin no ishi ni kankei naku sono mono o ayatsuru chikara. Yahari Venomz no haigo ni wa nani mono ka ga anyaku shite iru to kangaete ita ro. Kusso. Vegeta hat gesprochen. Oh. Piccolo hat sich verliebt. So. Jetzt können wir aber endlich. Okay, immer noch mehr Gelaber. Kimitachi no Katsuyaku de Namekusei wa sukuwareta. Vegeta wo kyushitsu dekita koto wa warera ni totte ookina zenshin da. Hito wo aetsuru Cosmic Cube no sonzai ga akiraka ni nari. Cube ni wa mada warewara ga shiranai chikara ga kakusarete iru koto ga wakatta. Ichiyo rei wo itte oku. Shogun, tatakai wa kore kara da. Genjutsu sekai. Ich hoffe, ihr hört die Musik auch, die ist nämlich mega stylisch. Ganz konzentriert und fokussiert. Oh, das aufkeimende Böse habe ich bekommen. Mr. X? Okay. Was auch immer. Kriegsversammlung. Bom, bom, bom. だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J-Force の一員として認められたんだ。みんな、聞いてくれ。次の作戦は
コズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。Ihr habt mich, wen braucht ihr noch? Sprich dir nicht. Venomous が現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し、向かってください。それと強大なベノムズに対して J フォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。 Die nachfolgende Sendung verzögert sich um jeweils 30 Minuten. Yay! Ja, cool. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Dann machen wir hier mit unserer nicht hüpfenden Schildkröte, Frosch. Erstmal Schluss. Ich hoffe auf jeden Fall, der kleine Livestream bzw. diese Folge, wenn ihr es auf YouTube geschaut habt, hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Livestream / Let's Play wieder. Wie immer wünsche ich euch bis dahin viel Spaß und haut rein. Ciao.